Die sind hier also hier unten also ertrunken und dann festgefroren. Kein schöner Tod. Die riesigen Spinnenweben verheißen auch schon mal nichts Gutes. Ach, nur ein paar Spinnis. Okay, an die da kommt man nicht ran. Aber wieder ein paar Rastvorräte. Gut. Mal ein Quicksave zwischendurch machen. I'm on the trail. Diese Tür ist versiegelt. Becken der Auserwählten. Ein scharfes und beißender Geruch steigt aus den Tiefen dieser Grube. Ebbe-Mönch, Ebbe-Medium. Kenne ich dich? Wohl eher nicht. Ebbe-Mönch, Ebbe-Medium, Ebbe-Medium. Klumpen aus Moos eingefroren und ein Schicht aus glattengrünem Schleim wachsen zwischen den Geschnittenen. Das Geräusch, nein, nein, ich ertrage es nicht. Noch eine Ebbe-Priesterin. Dieser Zwerg wirft seinen Kopf ziellos hin und her, als würde er jemanden suchen. Nein, nein, es tut weh. Es soll aufhören. Mein Kopf, dieser Lärm, hör auf. Das ist dann wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Dann knacken wir lieber das Schloss. Da unten. At once. Also ja, hier kommen wir nicht durch. Das könnten wir halt öffnen, aber dann werden hier alle sauer auf uns. It's no trouble. Hope that helps. Hier laufen aber, so wie es sich anhört, scheinbar Leute rum. Mind your center. You always knew this time would come. Okay. Schmeißen Sie mich jetzt einfach raus?
Die schmeißen mich definitiv einfach raus. Light, flame and sound. They call out sometimes. Even the guards below think it's strange. Sie rufen manchmal. For Andra, most like. They surely long for her embrace. Ah, yeah, ich will hier nicht noch weiter rausfliegen. Das ist sehr... Smells like an ocean breeze. We've got to be close. Während die anderen Undriden in der Abtei in graue, praktische Kleider gewandt sind, scheint dieser Mauner für einen festlichen Anlass gekleidet zu sein. Seine Robe ist bunt und glänzend, sein Hals und seine Arme sind mit Schmuck behangen. Jeder breite Zentimeter ist mit dem Zeichen seiner Göttin bedeckt. Ah gut, die Konklave hat doch noch einige Zeitenbringer gewählt. Ich fing schon an, mir Sorgen zu machen. Er blickt wieder hinauf, bemerkt deine Anwesenheit und nickt. And they took my advice in providing you an escort. Very good. I am sorry I could not make your journey easier. Und sie haben meinem Rat befolgt und dir eine Eskorte zur Seite gestellt. Sehr gut. Es tut mir leid, dass ich deine Reise nicht leichter machen konnte. I am Kaoto, the High Abbot. Ich bin Kaoto, der Oberabt. Er verneigt sich. Nun, da ich hier bin, was wünschst du von mir? Ich bin gekommen, so schnell ich konnte. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Angreifen, Tod nutzt du mir mehr. Du verwechselst mich? Ach, bist du nicht die Gezeitenbringerin? Doch, das bin ich. Verzeih, das war nur ein Missverständnis. Im Wald bin ich hier, um eure Reliquiar zu betreten und die Augenlosen zurückzufallen. I do not know how you came to know of this place. Or the things you speak of. But know that you shall never speak of them again. Ich weiß nicht, woher du von diesem Ort erfahren hast oder von dem Ding, von dem du sprichst, aber du wirst nie wieder von ihnen sprechen. Nein. Bin so sie wie aus der Halle des Schweigens in die Halle der Präsenz gebracht wurden, direkt zu Auto. Und wenn wir ehrlich zu ihm sind, dann will er uns töten. And what does the flame reveal? Smells like an ocean breeze. We've got to be close. Ja, das kennen wir alles. I am Kaoto. The High Abbot. Er verneigt sich. Ich bin gekommen, so schnell ich konnte. Nun, da ich hier bin, was wünschst du von mir? Surely the Conclave gave you some explanation of your charge. Die Konklave hat dir deine Aufgabe doch sicher irgendwie erklärt. Er sieht dich verwundert an. But of course, they sent you abroad in dangerous lands. The less you were told, the less we risked. Aber natürlich, sie haben dich ins Ausland geschickt, in gefährliche Lande. Je weniger sie dir gesagt haben, desto weniger haben wir riskiert. You are here to perform the rising. And once that is done, you will take my place here. Du bist hier, um den Anstieg auszuführen. Und wenn das vollbracht ist, wirst du meinen Platz hier einnehmen. When you are ready, we will begin with the recitation. Wenn du soweit bist, werden wir mit der Rezitation beginnen. Wie bist du zum Oberhaupt geworden? I was elected by the Conclave, as you were. But you already knew that much. Du wurdest von der Konklave erwählt, genau wie du, aber das wusstest du bereits. It was unexpected. There were others more accomplished. I was merely a scholar. Es war unerwartet. Jeder andere war ein Fieger. Ich war lediglich ein Gelehrter. But they each had their faiths called into question. And no one could find cause to doubt mine.
Aber bei ihnen allen wurde ihr Glaube angezweifelt. Bei mir fand niemand einen Grund dafür. Er lächelt stolz und zeigt zum ersten Mal seine gelben alten Zähne. Er scheint sich deiner Blicke bewusst zu sein und verbirgt sie schnell wieder. It was such an honor to become one of Andras' most trusted servants. It was hardly a choice at all. Es war eine solche Ehre, zu einem von Andras treuesten Dienern berufen zu werden. Ich musste nicht lange überlegen. Kannst du dir so sicher sein, dass ich die Gezeitenbringerin bin? Wenn du es nicht wärst, wärst du in all meinen Jahren hier die Erste, die diesen Ort zufällig findet. Andra protects us in this place. The faithful who stand guard here do it in her honor, not because we are vulnerable. Andra beschützt uns an diesem Ort. Die Gläubigen, die hier Wache stehen, tun dies zu ihren Ehren. Nicht, weil wir angreifbar sind. Er blickt dich von der Seite an. Du bist unsere Gezeitenbringerin, oder nicht? Okay. Ehrlich gesagt will ich erstmal nur Informationen aus ihm. Ob ich vielleicht doch unten das Tor aufmachen muss, um ins Reliquiar zu kommen und dann doch die ganzen Ebbe-Fanatiker töten muss. I'd be glad to. Und ja, der Weg zu ihm ist ja relativ frei. Smells like an ocean breeze. We've got to be close. And they came Kanto. And just in time. The May Queen's tide is nearly past its peak. Much longer, and we'd have had to wait another year. Und gerade rechtzeitig, die Gezeit der Macwin hat ihren Höhepunkt schon fast überschritten. Bald hätten wir ein weiteres Jahr warten müssen. Die Regeln des Anstiegs sind eindeutig, fürchte ich. When you are ready, we will begin with the recitation. Wenn du soweit bist, werden wir mit der Rezitation beginnen. Die Konklave hat etwas von einem Reliquiar gesagt. Yes, of course. I would not pass my station to you without passing that knowledge as well. It is the Abbey's most sacred chamber. Ja, natürlich. Ich würde mein Amt nicht an dich weitergeben, ohne auch dieses Wissen weiterzugeben. Es ist die heiligste Kammer der Abtei. When the rising is complete, I will take you there myself. In fact, the ritual demands it. Wenn der Anstieg verbracht ist, führe ich dich selbst dorthin. Das Ritual verlangt es so. Wegen der Rezitation? You seem nervous. Kaoto lacht, du wirkst nervös. Die Konklave hat dich aus einem bestimmten Grund erwählt. Du bist eine treue Anhängerin Andras. Die Antworten werden dir ganz natürlich zufließen. I remember my own rising. The Conclave sent me on the same exhausting journey. When it came time for the recitation, I could not remember a word. Ich erinnere mich noch an meinen eigenen Anstieg. Die Konklave hat mich auf dieselbe anstrengende Reise geschickt. Als die Zeit für die Rezitation gekommen ist, konnte ich mich an kein Wort erinnern. But it all came back in time. Our goddess smiles upon the forgetful. Aber mit der Zeit fiel es mir wieder ein. Unsere Göttin lächelt auf die Vergesslichen hinab. Er tippt auf einen großen goldenen Ring mit einem Wellenemblem, als wäre er der Beweis für seine Aussage. Our library is open to you, as are the grounds outside. There is a beautiful mural out there that you should see, if you haven't yet. Unsere Bibliothek steht hier offen, genau wie das Außengelände. Es gibt dort draußen eine wunderschöne Wandmalerei, die du gesehen haben musst. And you may of course speak with the gift bearers here. If it helps your recollection. Und du darfst natürlich mit den Gabenbringern hier sprechen, wenn es dein Gedächtnis auf die Sprünge hilft. Take your time and examine these things before your recitation. Lass dir Zeit und studiere diese Dinge vor deiner Rezitation. Was, wenn ich scheitere? Do not be afraid to fail. A lapse here or there is to be expected. Hab keine Angst zu scheitern. Ein Fehler hier und da ist zu erwarten. But do take care in your work. Even my patience has limits. Aber sei dir noch sorgfältig, selbst meine Geduld hat ihre Grenzen. Er blickt dir mit strenger Miene in die Augen. Das können wir nochmal fragen. Und dann sagen wir erstmal auf Wiedersehen. Wir sind nicht täuschend, alles ist noch okay, also wir sind nicht enttäuschend angestiegen. Ich würde aber sagen, ich speichere jetzt einfach mal. Da wir in der letzten Aufnahmesession ja eine Folge mehr hatten, verkürze ich dieses Mal. Das ist dann 053. Und ich hatte Caps Lock an. Let's Play 053. Speichern.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.